Hey, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und falls du verschlafen haben solltest, einen schönen guten Tag. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Pastor at Home. Und bevor ich bei Asaf und Psalm 73 weitermache, möchte ich gerne darauf hinweisen, ich habe eine Mail bekommen von treuen Hörern meines Podcastes, dass sie gesagt haben, hey, du hast doch vom Urlaub versprochen, dass es noch die beiden restlichen Glaubensfelder gibt bei dieser ganzen Thematik sturmerprobter Glauben. Wir haben über Dogmatik gesprochen, wir haben über, was haben wir noch gemacht, über Ethik und Werte. Und es fehlen noch die Sonder- und Irrlehren, von denen wir uns distanzieren sollen, und halt die Spannungstexte, die Spannungsfelder. Und ich verspreche euch, wir kommen da drauf. Ich habe es weiter im Kopf. Das gehört zu diesem ganzen Grundprinzip. Und ich habe jetzt ein Stückchen dieser Woche mal wieder einen Menschen reingenommen, der gerade an diesen Glaubensfragen drohte zu scheitern. Immer wieder werde ich mit Menschen konfrontiert in unterschiedlichen Lebenssituationen, die einen scheitern im Nachdenken, weil sie einfach Dinge nicht mehr zusammenkriegen, die anderen durch Erfahrungen. Und bei Asaf war das auch so, und den werden wir jetzt einmal noch ein bisschen abhandeln, wie er dann letzten Endes zu seinem sturmerprobten Glauben beziehungsweise zu seiner festen Überzeugung kam. Ich bleibe trotz allem bei dir. Und da ist er einen Weg gegangen und den hat er uns sehr ehrlich im Psalm 73 beschrieben. Er hat gemerkt, meine Gleichung, meine Rechnung geht nicht auf. Es gibt ja sowas wie ein menschliches Einmaleins, wo wir einfach sagen, 1 und 1 muss 2 ergeben. Nicht 3, nicht 0, nicht 5, sondern 1 und 1 ergibt 2. Dafür ergibt 2 und 2 meistens 4. Und so weiter. Das ist unsere Berechnung. Und in diesem Denkmuster werden wir ja oft groß. Und wir übertragen das dann auch auf Gott, auf unseren Glauben. Dass wir sagen, so und so muss es doch sein. So und so habe ich es erfahren. So und so habe ich es erlebt. So und so wurde ich gelehrt. Und auch im Geistlichen muss 1 und 1 2 sein. Und daran ist Asaf nahezu gescheitert oder fast gescheitert. Er werde fast gestrauchelt, sagt er, weil er diese Rechnung aufgestellt hat. Er fängt ja im Psalm 73 mit diesem Wort an, also Gott ist gut zu denen, die ihn ehren, die ihn fürchten, die ihn lieben, die ein reines Herz haben. So, und das glaube ich auch. Gott ist gut. Aber was ist mit den anderen? Laut unserer Berechnung dürften die Gottes Güte nicht erleben. Gott darf nicht gut zu denen sein, die nicht an ihn glauben. Das würden wir vielleicht nicht ganz so aussprechen, aber irgendwie haben wir das im Gefühl. Also ihnen darf es auf jeden Fall nicht besser gehen als uns. Also wenn ich an Gott glaube und wenn ich Gott ehre und wenn ich an die Bibel glaube und wenn ich treu und brav irgendwo in eine Gemeinde oder Kirche gehe, dann ist es okay und dann muss Gott gut zu mir sein. Auch das ist meine Rechnung. Und die anderen, die sich alle da einen Dreck drum scheren, denen darf es ja auf keinen Fall besser gehen. Vielleicht gleich gut, das würden wir vielleicht noch akzeptieren, aber schlechter wäre besser, aber nicht noch besser als mir. Und das hat Asaf erlebt. Und das hat seinen Glauben durcheinander gebracht. Warum ist Gott gut zu den Menschen, die nicht an ihn glauben? Er hat sich also Menschen angeschaut in seiner Umgebung, und in deiner Umgebung gibt es wahrscheinlich auch eine Menge davon, die sich also um Gott, um Glauben, um die Bibel, um Gemeinde, um Mitarbeit, um alles das, was uns so am Herzen liegt, und treu und redlich sein, einen Dreck scheren. Ihr eigenes Leben leben. Und vielleicht ein bisschen religiös unterwegs sind, manche sind aber gar nicht religiös unterwegs. Und dann gibt es auch noch die, und die hat Asaf auch noch im Blick gehabt, die sich über alles lustig machen. Die sich über meinen Glauben lustig machen. Ich meine, wenn sich jemand mit mir gut auseinandersetzt und wir Glaubensdiskussionen führen und er mich ernst nimmt, ich den anderen ernst nehme, dann ist das ja so eine Sache. Aber wenn da jemand ist, der nur über mich spottet, über meinen Glauben, das, was mir wichtig ist, der sich darüber hinwegsetzt oder der ständig Witze macht über Gott und Kirche und ja, letzten Endes über das, was mir wichtig ist. Und wenn ich dann sehe, dass es diesem Menschen gut geht, dass er gesund ist,
dass er mehr Erfolg hat als ich, dass er auf der Karriereleiter weiterkommt, während ich stehen bleibe, dass er ein besseres Auto fährt, dass er eine hübschere Frau hat, dass seine Kinder irgendwie besser unterwegs sind als meine eigenen Kinder. Wenn das so passiert, dann kommt etwas in mein Leben hinein. Ich vergleiche mich. Und ehe ich mich versehe, und Asaf hat es erlebt, und ich glaube, keiner ist davon gefeit, kommt Neid und Eifersucht auf. Die Rechnung geht einfach nicht auf. Warum soll ich weiter glauben? Warum soll ich mein Leben so weiterführen, wenn das andere doch auch gut läuft? Und vielleicht sogar noch besser. Also ich mache mir Sorgen, ich bin bei meiner Einkommensteuererklärung, bin ich sorgfältig und genau. Und mein Nachbar erzählt mir, dass er alles Mögliche da reinschreibt und der kriegt ein paar tausend Euro mehr als ich. Das ist doch laut meiner Berechnung völlig ungerecht. Wie kann Gott sowas zulassen? Also ich habe heute mehr Fragen als Antworten. Ich weiß nicht, was deine Fragen im Augenblick sind, wenn du so eine Rechnung aufbaust. 1 und 1 ist 2. Warum passiert dies? Warum passiert das? Und was hat das mit deinem Leben zu tun? Vielleicht nimmst du dir einfach mal so kurz mal Zeit, bis wir Freitag weitermachen, und einfach sagst, wo geht bei dir eine Rechnung nicht auf? Wo hast du bisher so geglaubt und jetzt schaust du da irgendwie hin und sagst, die ganze Sache könnte man auch ganz anders sehen. Und es ist wirklich wichtig, dass ich diesen Weg so weitergehe. Sollte ich nicht den Weg breiter machen? Sollte ich nicht ein bisschen anders rechnen, hat doch auch Erfolg. Was ist deine Frage eben, wo deine Rechnung nicht aufgeht? Und ich werde am Freitag mit Asaf ein bisschen weitermachen, wie er durch diese Phase gekommen ist, bis er dann zu einer Aussage kam in seinem Psalm 73. Er sagt, trotz allem, auch wenn viele Rechnungen nicht aufgehen, eins habe ich begriffen, ich bleibe bei dir. Und das möchte ich dir gerne erklären. Und das gehört alles zu einem sturmerprobten Glauben. Ich wünsche dir Gottes Segen für Mitte der Woche. Würde mich freuen, wenn du am Freitag wieder mit dabei bist. Mach's gut.